Über 500.000 Menschen strömen Jahr für Jahr zu den Triberger Wasserfällen. Aber was die wenigsten wissen, dass die EGT dort seit gut 125 Jahren umweltfreundliche Energie produziert. Und ich sag, heute schauen wir uns das mal genauer an. Aber ich mache das natürlich nicht allein, sondern heute habe ich den Jonas Kammerer an meiner Seite. Hi Jonas, schön, dass du da bist. Stell dich bitte mal ganz kurz vor. Ja, hi, ich bin Jonas Kammerer, bin hier Elektroniker für Energie und Umwelttechnik bei der EGT Energie GmbH. Ich zeige dir heute die Wasserkraftwerke. Los geht's. Wunderbar, dann würde ich sagen, fahren wir mal los, oder? Hier wird gleich das Wasser von der Gutach in das Häuschen hier reingeleitet und durchläuft eben zwei Räche. Der eine ist zuständig für die herumschimmernde Äste, die sich hier so anbahnen. Ja. Und der zweite ist eben ein feiner Recher, der dann eben das Laub entfernt, bevor es dann in die Turbine geht. Also kann man sagen, so ein Recher, wie man ihn zu Hause auch hat im Garten, oder? Die Funktion ist die gleiche, nur hat man hier einen etwas größeren Recher, der auch automatisch funktioniert. Mhm. Der erkennt die Verschmutzung und reagiert darauf dann automatisch. Wie oft machen wir das? Wie oft muss die EGT hier vorbeikommen und das machen? Durch unser Leitsystem werden wir da informiert, wenn irgendwas nicht mehr passt, an Wasserstandshöhe oder ähnliches, das wird dann für uns ersichtlich und dann schauen wir entsprechend vorbei. Und das war der ganze Zauber, oder? Das war's. Okay, dann würde mich jetzt aber interessieren, das ganze Wasser, was jetzt hier durchgelaufen ist, wo kommt es eigentlich an am Ende des Tages? Das schauen wir uns jetzt an. So, machen wir's. Wunderbar. Let's go. Jonas, die EGT betreibt da jetzt schon viele, viele Jahre, 125 Jahre fast, zwei verschiedene Werke. Wo ist denn der Unterschied zwischen dem oberen und dem unteren Werk? Genau, das untere Werk findet sich eher unterhalb vom Wasserfall. Es ist etwas kleiner ausgelegt. Da haben wir einen Höheunterschied von ca. 28 Metern. Gibt es eine Geschichte, eine Erinnerung jetzt im Zusammenhang mit den Wasserkraftwerken, an die du dich besonders gerne zurückerinnerst? Ja, da fällt mir eine Geschichte spontan ein. Damals in der Realschule hatte ich auch ein Projekt in Physik, wo es über das Thema Wasserkraftwerke ging. Okay. Und dann war ich eben auch hier und habe mir das angeschaut und eben darüber dann eine Arbeit geschrieben, wo ich dann abgegeben habe. Sozusagen Liebe auf den ersten Blick, kann man das so sagen? Kann man so sagen, ja. Hier kommen die Rohrleitungen vom Einlauf ins Gebäude rein. Die Wasserkraft bringt eine kinetische Energie mit, die dann entsprechend auf die Turbine wirkt. Mhm. Hier haben wir eine Zweistrahl-Pelton-Turbine. Das heißt, wir beaufschlagen die Turbine mit von zwei Richtungen. Hier eben zwei verschiedene Düsen drin, die sich auch verstellen lassen, je nach Wassermenge. Und die Wassermenge wird eben gemessen, wo wir vorhin waren im Einlauf. Da haben wir unsere Sensoren drin, wo dann eben der Höheunterschied gemessen wird. Der fertige Strom am Ende, wo taucht er dann auf? Wo sehen wir den? Kommt der hier aus diesen Kabeln dann raus, oder? Genau, eben hier ist die Welle, die verbunden ist mit der Turbine. Und hier wird eben dann die Kraft übertragen. Und entsprechend dann kommt hier der Strom raus. Jetzt ist ja zur Zeitpunkt unserer Aufnahme hier Ende November. Das heißt, es fällt auch sehr viel Wasser hier den Wasserfällen herunter. Wie managen wir als EGT sowas? Das ist natürlich erstmal für uns sehr gut, das viele Wasser. Wir messen natürlich oben am Einlauf die Wasserhöhe, die wir zur Verfügung haben. Ja. Stelle, wie vorhin beschrieben, auch unsere Sollhöhe ein. Mhm. Und wenn die überschritten wird, können wir entsprechend unsere Düse auffahren. Ah, okay. Und das macht aber die Anlage von sich alleine. Ja. Sie erkennt es, sie misst die Höhe automatisch und stellt darauf dann die Düse ein. Bist du ja Elektroniker in der Sekundärtechnik, machst nebenbei noch deinen Meister. Wie sieht denn so ein Berufsalltag bei dir aus? Also grundsätzlich starte ich den Tag immer mit einem Rundgang durch die Leitstelle. Hier kontrolliere ich dann unsere Stationen, das heißt, sei es jetzt Stromstationen, Gas
oder Wärmestationen. Hier schaue ich, ob mir irgendwas auffällt, ob ich in Meldungen anstehe. Starte ich eigentlich meinen Tag und dann begebe ich mich eigentlich im Alltagsgeschäft, stehe Projekte an, stehe noch Aufgaben an, die ich noch erledigen muss, neue Projekte, die ich irgendwie planen muss, irgendwelche Sachen absprechen muss. So Sachen, genau. Und dann begebe ich mich nachmittags oftmals dann vor Ort in die Stationen, wo ich mir das dann anschaue oder schon umsetzt. Großes Spaß macht mir eigentlich, dass mein Job sehr vielseitig ist. Ich betreue zum einen die Wasserkraftwerke, zum anderen rüste ich die Stationen aus mit einer gewissen Intelligenz. Das heißt, dass wir die auch dann von unserer neuen Leitstelle überwachen können. Das heißt, wir sehen Messwerte, können auch gewisse Stationen steuern. Ich würde sagen, das klingt so spannend, das sollte ich mir mal genauer angucken. Von dem her würde ich sagen, lass uns mal zurück zum Auto gehen und dann gehen wir mal kurz noch in die letzte Leitstelle. Okay? Alles klar. So Jonas, jetzt sind wir hier angekommen in der niegelnagelneuen Netzleitstelle von der EGT. Wir sehen hier schon ganz, ganz viele Bildschirme mit allerlei Grafiken. Wie werden aber unsere Wasserkraftwerke hier in Triberg gemanagt? Genau, hier werden Abbilder erstellt der Anlage vor Ort und dann eben entsprechend Messwerte und Signale übertragen hier in die Leitstelle, wo es veranschaulicht wird an dem Bildschirm. Was sehen wir jetzt da mal exemplarisch? Ein, zwei Werte vielleicht? Wasserstand sehe ich schon. Genau, hier haben wir den aktuellen Wasserstand, der sich auch verändert. Und ein anderer Wert wäre zum Beispiel hier die Düse, wie weit die aufgestellt ist. Viel weiter wollen wir aber jetzt gar nicht ins Detail gehen, denn in der nächsten Episode werden wir uns mal ganz genau anschauen, wie man hier an der Netzleitstelle gerade im Thema Weihnachten mit Lichterkette, Weihnachtsbäume das Ganze denn eigentlich energietechnisch managt. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie euch diese Episode gefallen hat oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und ich würde ansonsten sagen, machen wir den Sack zu. Wir freuen uns, wenn ihr wieder dabei seid, wenn es heißt Time to change.